Good morning, ladies and gentlemen, und willkommen zurück zu Forza Horizon 5 Rally Adventure. Letztes Mal haben wir in den Straßenrennen begonnen und einige bekannte Fahrzeuge ausgefahren, vor allem etwas ältere, und ja, wir hängen mit dem Skyline noch ein bisschen aus dem Sandsturm fest. Wie man am verstaubten Aggregat ein bisschen sehen könnte eventuell. Heute ist der Plan, dass wir ein paar modernere Fahrzeuge ausfahren und natürlich die nächsten zwei, drei Rennen hier gewinnen werden. Dafür haben wir erstmal Arsate Sprint. Asset, ich weiß es nicht genau. Und das Ganze müssen wir in einem A-Klasse-Fahrzeug machen. Ich habe ja gesagt, wir wollen heute ein paar modernere Fahrzeuge ausfahren. Weil wir letztes Mal ja den Q da hatten, den Testarossa und den R32 eben. Deswegen, ja, gucken wir mal, was wir noch so in der Garage haben. Wie gesagt, nächste Folge werden wir uns dann was Neues aufbauen. Ich weiß noch nicht genau was. Ich würde ja am liebsten einen Wagen aus der Expansion nehmen. Die Problematik ist halt nur, dass die sich für Straßenrennen alle nicht so wirklich eignen. Deswegen schauen wir mal, was ich da mache. Vielleicht irgendwas. Vielleicht machen wir einfach irgendeinen Wagen, der neue Teile bekommen hat, der vielleicht ein bisschen auf die Straße auch passt. Hol ich mir die Liste mal durch. Vielleicht gibt es ja was Schönes irgendwie. Weiß ich nicht. Nochmal ein Alpine oder so? Ne, ich denke nicht. Aber irgendwas wird es vielleicht geben. So. Bin halt echt gespannt, ob es wirklich auf dieser kleinen Map 156 von diesen Tafeln geben soll. Die müssen ja da wirklich überall hängen. Also da wirst du Spaß haben, das auf 100% durchzuspielen. Das garantiere ich dir. Aber definitiv. So. Was haben wir? Okay, das sieht man nach einem schnelleren Rennen aus. In die A-Klasse rein und wie gesagt mal nach was etwas moderneren suchen. Ich möchte wirklich mal sogar hier komplett ins Moderne reingehen. Supra ist natürlich immer eine Option. Nissan Z, klar. Ja. Doch, wir fahren den Nismo mal wieder. Wir packen mal den 370Z Nismo aus. Große auch ein Wagen, den ich. Kurven, enge Kurven und hängende Straßen. Und ich weiß, ich sag ja immer, dass du auf dem Asphalt bleiben sollst, aber wenn du diese Regel beugst, können ein paar Sekunden für dich drin sein. Okay. Nee, der Skyline ist ja auch echt ein Wagen. Der Nismo ist echt ein Wagen, den ich jetzt auch ja schon knapp ein Jahr, glaube ich, nicht mehr gefahren bin. Aber bei einem Jahr ist, glaube ich, ein bisschen zu wenig. Ein bisschen zu viel. Den habe ich ja damals beim Carpass ausgefahren. Als er reingekommen ist. Und dann nie wieder. Was schade ist, weil es eigentlich echt ein geiler Wagen ist, definitiv. So, ein paar Sekunden sollen drin sein, wenn man sich nicht ganz so an die Track Limits hält. Das. Oh Gott, kriegen wir hin? Ja, das war natürlich glorreich gefahren von mir. Definitiv kein Vergleich. Okay, hier wird es jetzt ein bisschen technischer. Okay, ja, das ist eine schnelle Strecke, aber dafür auch eine längere. Also schnell von der Geschwindigkeit her. Melli auf P4 gerade. Aha. Jetzt mit dir auf P2. Hab Gnade. Der Nissan fühlt sich ein bisschen schwer auf der Vorderachse an, aber vielleicht bin ich auch einfach gerade, dadurch, dass wir letztes Mal ja ältere Fahrzeuge gefahren sind, die alle ein bisschen leichter waren, vielleicht bin ich da auch gerade einfach anderes gewohnt. Kann sein. Ich glaube, ein bisschen aggressiver vorne kann ich ihn echt machen. Wie gesagt, ich glaube, ich mache echt einfach demnächst ein paar mehr Horizon-Streams, weil ich gerade echt, wie gesagt, einfach Bock auf das Spiel habe. Und überarbeite vielleicht auch einfach mal ein paar von meinen Tunings. Ich meine, hey, warum nicht? Ganz ehrlich.
Oder bauen wir halt einfach neue auf. Das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Dass ich quasi nochmal ein neues Tuning für den Nismo mache. Dass wir quasi das hier als Legacy-Tuning haben, wenn man so möchte. Und ich dann halt gucke, okay, wie komme ich vielleicht auf den gleichen LI, aber mache den Wagen schneller. Das wäre vielleicht sogar eine geile Formatidee, oder? Oh, die Idee finde ich gerade echt nicht schlecht. So irgendwie alt gegen neu, aber halt im Sinne von nicht altes Auto gegen neues Auto, sondern altes Tuning gegen neues Tuning. Dass ich halt einen alten Aufbau eben nehme, den über die Teststrecke fahre, mir dann den Wagen nehme, nochmal neu aufbaue, auf dem gleichen LI und gucke, ob ich den Wagen schneller bekomme. Ich finde die Idee in der Grundlage nicht schlecht. Schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare dazu. Aber ich bin da gerade ein Fan davon. Muss ich ehrlich sagen. Bin ich mal sehr auf euer Feedback gespannt. Definitiv. Okay, wir haben das erste Rennen hier auf jeden Fall schon mal gerockt mit dem Nissan. Obwohl wir fast 80 LI unter den anderen sind, ja. Der Bug ist super. Gut, die Leute bezeichnen Apex Predators als professionelles Elite-Rennteam. Oha. Vielleicht sollten wir ihnen zeigen, dass wir auch gut drauf sind. Überlass das mir, ich habe eine Idee. Kriegen wir hin. So, dann holen wir uns natürlich erstmal unsere Belohnung ab. Und geht zur Stufe 5. Gewinne die Engpässe in einem Modern Rally Auto in der B-Klasse. Na gut, okay. Da haben wir, denke ich, auch ein bisschen Auswahl. Wo geht das Rennen hin? Geht das Rennen in den Süden? Na, endet ungefähr hier wieder. Okay, dann können wir aber das Rennen fahren und danach den Blitzer hier mal machen. Oder die Blitzerzone hier drüben. Okay, die Straße ist halt echt super fies. Das ist eine ewig lange Straße. Das Ding ist, ich kann es ja an der Stelle direkt mal sagen, ich bin gerade schon ein bisschen so immer am gucken, während ich hier das Ganze mache, so ob man vielleicht ein CVR Offroad umsetzen könnte. Ich weiß es aktuell nicht. Wir werden die Köpfe auf jeden Fall zusammenlegen. Aber Bock hätte ich auf jeden Fall. Auch wenn es, wie gesagt, echt einige Straßen gibt. Boah, wenn du da drauf bist, dann bist du da erstmal ein Stück. Das definitiv, ja. Der Nismo kann querfeldein. Kein Problem. Eieiei, es tut mir so leid, lieber Nissan, es tut mir so leid. Das hast du eigentlich nicht verdient. Oh, ich glaube, ich weiß, welchen Wagen wir nächstes Mal ausfahren können. Den Focus. Der hat ja neue Teile bekommen. Also der 2017er. Ali ist eine unglaubliche Fahrerin, keine Frage. Aber Rallyes sind nicht ihr Ding. Ich weiß, wie sich der erste Platz anfühlt, Amigo. Du auch? Und das habe ich wohl verdient. Richtig. Ich hoffe, dass diese Random-Dialoge nicht ewig kommen. Okay, warte. Modern Rally B-Klasse. Glaube ich, ich muss fast einen Serienwagen hier fahren. Ja, weil mit Offroad-Reifen glaube ich nicht, dass ich hier ankommen muss. Dann fahren wir doch einfach mal den Hawkeye. Bin ja eh großer Subaru-Fan, deswegen... Hochgeschwindigkeitsasphaltstrecke durch die Klippen. Lass dich nicht von der Felsbildkunst ablenken. Enge Kurven, Haarnadelkurven und jede Menge Sprünge. Das wird ein Spaß. Gut, dass ich jetzt nicht sowas wie den Nismo habe, weil jede Menge Sprünge mit dem Fahrwerk hätte ich nicht gebraucht. Oh, ich sehe jetzt schon, was da auf mich zukommt und ich hab Bock. Okay, ist das, glaube ich, das erste Mal, dass wir einen Serienwagen fahren? Bisher waren es ja immer getunte oder halt
vorgetunte Fahrzeugen, sowas wie der Trophy Jeep, würde ich jetzt nicht als Serienwagen bezeichnen. Auch wenn es halt technisch gesehen Stock ist. Im Spiel. Also mich jetzt erstmal ans Handling vom Subaru gewöhnen. Aber scheint gerade gut zu funktionieren. Achtung Hühner! Kennen wir aus Horizon 4. Oh Gott! Es wäre halt echt ein bisschen leichter mit den Ansagen, ne? Aber gut, auf der anderen Seite, wenn die ganze Zeit mit einer zwischenquatschen würde, dann wird das Commentary wahrscheinlich ein bisschen geringer ausfallen. Kann ich mir vorstellen. Deswegen ist das an sich schon ganz gut, definitiv. Okay, da vorne kommt eine scharfe Haarnadel mit einer großen Geschwindigkeit, wo wir drauf zu fahren. Schöner Sprung. Jawohl, sehr gut. Wäre auch eine coole Strecke bisher, definitiv. Also die Rennen holen nicht eigentlich fast alle ab. Ich könnte mich jetzt nicht spontan an eins erinnern, wo ich sagen würde, das war kacke. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Und es fühlen sich halt auch echt alle Rennen unterschiedlich an. Beziehungsweise es sind halt unterschiedliche Streckenführungen, obwohl wir so wenige Straßen haben. Also auch das ist echt eine richtig starke Sache, finde ich. Ich glaube wirklich, mein Fazit zur Expansion wird sehr positiv ausfallen. Außer es geht jetzt doch richtig bergab. Mit irgendwas, aber das kann ich mir ehrlicherweise nicht wirklich vorstellen. Bisher bin ich einfach happy. Ohne Witz. Oh, jetzt wird's nochmal schnell. Okay, kommen wir zur Baro. 4,8 Sekunden Vorsprung. Sofern da jetzt keine Hellcat mitfährt, können wir da doch gerade fast nicht mehr verlieren. Okay, die Kurve wird nochmal ein bisschen enger. Oh, sehr viel enger, als ich dachte. Das sah auf der Map nicht so eng aus. Eieiei. Ja, gewonnen haben wir es natürlich. Kein Problem. Okay, mit dem Subaru brauche ich jetzt aber vielleicht die PR-Stunts gar nicht probieren, oder? Könnte gut sein, dass die nicht funktionieren werden. In der B-Klasse zumindest. Wir haben jetzt erstmal den RG Anderson Trophy Truck, den neuen. Auch cool. Und als nächstes müssen wir La Cantine gewinnen. Und bekommen dann einen... Was ist das für ein Outfit? Mechaniker? Ah, Apex Predator Mechaniker, okay. Okay. Das kriegen wir hin. Aber jetzt erstmal, wie gesagt, packen wir mal einen etwas schnelleren Straßenwagen aus. Na, nehmen wir doch einfach mal ein Vantage. Und machen mal ein, zwei PR-Stunts jetzt. Warum denn nicht? So, wir haben nämlich ein paar in der Nähe. Genau, jetzt machen wir erstmal die Blitzerzone hier. Und auf dem Rückweg machen wir den Blitzer hier dann mit. Ansonsten haben wir gerade keinen weiteren, oder? Doch, da oben. Okay, aber da kommen wir gerade nicht so ganz hingefahren. Der Vantage war irgendwas, glaube ich, zwischen Folge 100 und 200, oder? Ich meine, der ist schon... Der Aufbau ist noch nicht so alt. Wobei, gut, Folge 100 hatten wir ja... Nach, ich glaube, 2 Monaten oder so, oder 3. Also Folge 100 hatten wir echt super früh in Horizon 5. Was halt echt einfach nur zeigt, wie viel Motivation ich bei dem Spiel hatte am Anfang.
Obwohl der Multiplayer da ja noch gar nicht funktioniert hat. Mittlerweile geht's ja zumindest halbwegs. Aber ja, gut ist es natürlich immer noch nicht. Ich bin mal sehr gespannt, wie der Multiplayer hier funktioniert. Weil auf Hot Wheels hat es ja an der Grundlage scheinbar ein bisschen besser funktioniert. War ja zumindest so mein Gedankengang. Und damit wird halt auch, ne, um nochmal drauf zurückzukommen, Safari Offroad stehen und fallen. Wenn halt die Synchro hier gar nicht funktioniert, ja, dann kann man das halt nicht machen. Aber wir werden es testen, wir werden es probieren. Und natürlich alles dafür tun, dass das Ganze funktioniert. So, come on. Zwei Sterne sind drin. Drei wahrscheinlich nicht. Ich glaube, für drei werde ich einen S2-Wagen brauchen. Verstehst du? Auf diese Weise werden unsere Promos nur von Underground Racern und den engagiertesten Grid Reapers-Fans gesehen. Und natürlich von dir. Ja, zwei. Okay. Nice. Oh, drei PR-Stunts. Jeder weiß, dass wir die technisch versiertesten sind, aber wenn wir dieses Ding gewinnen wollen, müssen wir abheben. Oh oh. Stimmt, gibt's eigentlich ein Schaurennen hier? Glaube nicht. Aber Moment, Schaurennen auf Expansions hat man glaube ich eh nie, oder? Fortune Island nicht. Lego hatten wir eins. Mit dem Chiron. Hot Wheels könnte ich mich jetzt gerade nicht erinnern, ehrlicherweise. Da war nicht nur Horizon 3 nochmal, Blizzard Mountain. Boah, das... Bin ich ehrlich, das ist zu lange her. Das weiß ich nicht mehr, ob wir auf Blizzard Mountain einen Schaurennen hatten oder nicht. Würde sich hier aber, finde ich, echt gut anbieten. Finde ich persönlich zumindest. Na gut, das ist nicht so ganz meine Entscheidung. Aber ich glaube ehrlicherweise nicht, dass wir einen Schaurennen haben. Ich glaube, das hätten sie Pre-Release gezeigt. Das macht Playground Games eigentlich immer. Wenn es einen Schaurennen gibt, dann zeigen sie das im Regelfall. Ja, der Essen freut sie sehr. Der hat richtig Bock hier. Ich meine, es funktioniert besser als gedacht. Und zwei Sterne erreicht man mit dem Ding auch noch. Sehr gut. Alright, La Cantine. Das fahren wir natürlich noch. Ich denke, ich habe irgendeine Belohnung bekommen. Achso, hier drüben. Der Grid Reaper Helm. Endlich haben wir ihn. So, rauf da, jawoll. Es ist halt wirklich vom Fahrverhalten her... Also klar, es ist... Ne, es ist die gleiche Physik und alles, da brauchen wir nicht drüber reden. Wie gesagt, bei den Untergründen fühlt sich schon anders an auf jeden Fall. Ich finde auch, die Straßen haben so minimal weniger Grip als auf der Hauptwelt. Aber was für mich so der entscheidende Faktor ist, weshalb die Expansion sogar eigentlich fast ganz andere Fahrzeuge erfordert als die Hauptmap, ist, weil wir hier wirklich super viele technische Abschnitte haben. Also ich glaube echt, hier bist du wirklich am besten beraten, wenn du einen Wagen hast, der wirklich gut um enge Kurven geht. Was du halt auf der Hauptmap eigentlich super selten brauchst. Also da brauchst du halt in der Stadt, so in Guanajuato. Aber ansonsten eigentlich nicht. Und hier auf der Expansion in Sierra Nueva, ich versuch's mir langsam einzuprägen. Hier brauchst du das halt wirklich. Und auch mit solchen Sachen halt kann man die Expansion halt von der Hauptwelt echt abheben. Das auf jeden Fall.
So. Okay, sie meinte gerade irgendwas mit abheben. Wobei, das dürfte nicht auf das hier bezogen sein, sondern erst auf nächste. Den habe ich nicht gesehen. Okay, wir gehen mal wirklich in die S1-Klasse rein. Bleiben im Jahr mal etwas modern. Ja. Ach komm, warum nicht? Fahren wir mal an dem Motorsportfahrzeug. Auf der Expansion. Vor allem der AMG, mein ältestes an dem Motorsportfahrzeug in Horizon 5. Scharfe Kurven in sanft geschwungenen Kurven in der Nähe des Canyons. Nun, worauf wartest du noch? Vamos! Vamos! So ist es! 5, 4, 3, 2, 1, los! Für diejenigen, die vielleicht neu dabei sind und sich jetzt fragen, hä, aber wenn ich bei dem AMG nach dem Design hier suche, dann finde ich das gar nicht in der Lackierung. Da war eine Abstimmung damals. Ich hatte einige Designs, also einige einige Farbkombinationen zur Abstimmung gegeben. Das Blau und das Gelb aus Horizon 4 sind natürlich immer noch verfügbar. Das Grün, was ich vorgestellt hatte, war auch dabei. Letztendlich hatte allerdings, wie gesagt, ich noch ein paar mehr. Ich glaube, es waren 5 oder so, 5 Farbkombinationen, die ich zur Abstimmung freigegeben habe. Und letztendlich ist es halt matt-schwarz mit weißem Streifen geworden, glaube ich zumindest. Das heißt, das Design hier ist exklusiv für mich, wenn man so möchte. Okay, und der fühlt sich aber echt gut an. Also ich muss jetzt wirklich mal, ne, mich an der Stelle mal selber loben. An die Motorsport-Tunings fühlen sich echt noch mal viel besser an als meine 0815 LP-Tunings. Der AMG gefällt mir halt wirklich einfach richtig, richtig gut. Kann man nicht anders sagen. So, Power. Okay, jetzt nochmal eine Doppel rechts, wo wir uns langsam reinbremsen müssen. Und ganz easy geworden. Ich glaube, das war nicht mal knapp, zu keinem Zeitpunkt, oder? La Cantera. Die Namen sind dann auch echt geil. Ja, fast 7 Sekunden. So ein Ding ist das. Genau so. Was haben wir hier jetzt gewonnen? Ah ja, den Mechanikerrennanzug natürlich. Dann würde ich sagen, oh, wir haben noch ein bisschen Zeit auf der Uhr. Machen wir noch einen PR-Stand, wenn wir irgendwas in der Nähe haben. Oh ja, machen wir den Blitzer. Ach Gott, kurz, was sind da für Polarlichter? Aber nee, die Drohnen schon vom Festival. Das Festival müssen wir uns auch echt noch mal im Detail anschauen, wie das aufgebaut ist. Da bin ich bisher nur so immer durchgefahren. Wenn man so möchte. Oh Gott, ja. Die Kurve hab ich bekommen. Man hat's nur nicht gesehen. Ich muss sagen, die Drohnenshow holt mich viel mehr ab als die Feuerwerke und Luftballons. Ich finde halt, für Horizon 6 sollten sie beim Hauptfestival beides haben. Einfach also Drohnenshow und Feuerwerk. Das wäre, glaube ich, echt so das ultimative Festival-Feeling dann. Würde ich sagen. Auch sehen von der anderen Seite an, oder? Na okay, 2 Sterne immerhin. Aber ja, andere Seite sieht besser aus. Nice, Rang 8 erreicht.
Easy. Sehr gut, ich habe diese neuen Rallye-Etappen vorbereitet. Willst du sie jetzt fahren oder... Warte, wer hat bei Apex Predators das Sagen? Du oder ich? Ich. Genau, das heißt, wir haben jetzt noch hier zwei Rennen und danach geht es ins Finalrennen rein. Von Apex Predators. Also man kommt recht schnell durch tatsächlich. Finde ich an sich aber nicht schlecht, wenn man halt quasi früher alles frei hat. Und dann halt einfach mal machen kann. Finde ich, ist an sich eine feine Sache. Dann würde ich damit sagen, wie gesagt, nächstes Mal bauen wir uns einen neuen Wagen auf. Von Grund auf. Und ich bin mal sehr gespannt, wie das dann so funktionieren wird. Ich würde sagen, das wäre es allerdings dann mit dieser Ausgabe hier gewesen. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Daumen hoch und ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Servus!